Oh mein Gott, Taylor, wieso hast denn du so viel Essen? Ich meine, brauchst du wirklich 12 Portionen? Ich versuche ein bisschen auf meine Linie zu achten. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich hatte halt Hunger. Ja. Ist ja gut. Ich sag, momentan, ich habe eine super gute Diät. Ich habe gestern den ganzen Tag Salat gegessen. Und ich hatte dann auch noch so, keine Ahnung, Gemüseauflauf oder so. Also würde ich sagen, ich bin hier gerade on top of my game. Ach komm schon, das ist doch egal. Ja, ich meine, klar, aber irgendwie nicht. Weißt du, ich würde gerne auf meine Linie achten. Du bist jung, es ist egal, wie du aussiehst. Taylor, es könnte sein, dass du recht hast. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, ich muss jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Fast Food in der Cafeteria. Ich kann mir einen Apfel nehmen. Hier, zack. Dann habe ich was Richtiges und dann habe ich auch was zu essen. Oh, ich habe was Tolles gefunden gestern. Okay, was hast du gefunden? Einen Donut-Shop in der Innenstadt. Donuts sind natürlich... Donuts sind nicht schlecht, aber Donuts sind halt so ungesund. Der ist so toll. Die haben alles. Donuts, Waffeln, Milchshakes. Oh, der Donut sieht schon gut aus. Okay, weißt du was, Taylor? Ich bin überzeugt. Hast du noch einen Donut dabei? Klar. Boah. Okay, ich nehme es zurück. Donuts sind köstlich. Donuts sind absolut köstlich. Großer Fan von... Der ist toll, oder? Ja, der ist toll. Oh mein Gott. Okay, nee. Weißt du was? Ich verstehe deine Begeisterung. Lass uns nach der Schule nochmal zum Donutladen gehen, okay? Yes. Oh mein Gott, awesome. Hallo, Herr Sportlehrer. Was machen wir heute? Hey, Ronja, wir machen heute Sumo-Wrestling. Okay, Sumo-Wrestling, das klingt natürlich voll spaßig. Okay, was muss ich wissen? Ich habe noch nie gesumo-wrestelt. Ich weiß noch nicht, ob ich da der Begabteste bin, aber ich kann es versuchen. Okay, du musst auf den Boden gehen und das ist dann deine Startposition. Okay, so etwa? Dann musst du deine Körperkraft nach vorne schieben. Okay, also quasi würde ich dann jemand anderen einfach wegdrücken? Genau. Und dann musst du ihn ein paar Sekunden am Boden halten. Okay, ganz einfach. Das klingt ansatzweise, als könnte ich das. Also es klingt jetzt nicht so kompliziert. Alles gut, dann werde ich das versuchen. Aber so wie es aussieht, schwänzen heute schon wieder alle. Ja, irgendwie ist das ein Problem an unserer Schule, hä? Irgendwie, aber es liegt halt vielleicht auch daran, dass momentan irgendwie oft der Unterricht auf nachts gelegt wird und die Leute da schlafen. Könnte das, also, weil es ist jetzt halt auch schon wieder Nacht. Also ich meine, deswegen ist Taylor auch nach Hause gegangen. Aber gut. Warten wir noch 5 Minuten und dann fangen wir an. Ah, schau mal, da kommt Jake schon. Okay. Dann, ich nehme an, dann soll ich gegen Jake? Dann kannst du gegen ihn kämpfen. Oh mein Gott, Jake ist doch viel stärker als ich. So, jetzt in Startposition. Fertig. Und los! Oh mein Gott. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen gegen Jake? Was? Gut gekämpft, Jake. Du bist wirklich stark. Wow, Ronja, das war mega cool. Dankeschön, ich war auch überrascht. Hast du wirklich versucht, mit deinem ganzen Körpergewicht zu drücken? Irgendwie ging das voll einfach. Ja, dann... Ich habe gegen Jake gewonnen. Ich bin stärker als Jake. Ich bin stärker als Jake. Sag mal, hast du vielleicht Bock, morgen was essen zu gehen? Ja. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, ja. Dann treffen wir uns morgen nach der Schule, Jake. Oh mein Gott, wie aufregend. Ich bin von Jake gefragt, ob ich mich treffen will. Ronja, komm noch mal zu mir, bevor du gehst. Okay. Ja, was ist denn los? Das war echt spitze. Dankeschön. Es war mein erstes Mal. Du hast wirklich Talent. Im Sumo-Wrestling? Okay, hätte ich nie gedacht, aber cool, schätze ich mal. Ich habe ein kleines Fitnessstudio bei mir. Wenn du willst, kannst du morgen vorbeikommen. Zum Trainieren? Bringst du da Leuten halt Sumo-Kämpfen bei? Ja. Okay. Ja, dann, alles klar, dann komme ich morgen vorbei nochmal zum Trainieren. Dankeschön, tschüss. Nee, aber genau deswegen sind Einhörner halt meine Lieblingstiere, weißt du, Jack? Weil ich meine, im Endeffekt musst du halt drüber nachdenken. Klar, ein Pegasus wäre cool, aber ein Einhorn. Boah, ich habe immer gedacht, Einhörner gibt's nicht. Doch, auf jeden Fall. Das Ding ist, klar, normale Pferde sind coole Tiere, aber Einhörner haben halt sowas Magisches und deswegen finde ich die auf jeden Fall viel cooler als normale Pferde. Ja, finde ich auch. Was sind denn eigentlich so deine Hobbys? Boah,
Ohne Mist, ich war jetzt ja beim Sportunterricht und der Lehrer meinte noch, ich soll nach dem Unterricht zu ihm kommen und er meinte, ich wäre voll gut im Sumo-Kämpfen und dass ich auf jeden Fall morgen mal in sein Fitnessstudio kommen soll zum Trainieren. Das könnte mein neues Hobby werden. Ansonsten mag ich PC spielen und ich mag gern, ich gehe gerne mit meiner besten Freundin. Oh mein Gott, wir haben einen Donutladen. Ich würde sagen, Donuts essen ist auf jeden Fall eins meiner Hobbys. Und du so? Oh, ich liebe Donuts auch. Oh mein Gott. Was ist deine Lieblingssorte? Meine Lieblingssorte ist die dunklen, also mit oben quasi dunkler Schokolade drauf, aber mit dieser Vanille, was auch immer. Keine Ahnung, ich glaube, das ist nicht mal Vanille. Diese gelbe Füllung drinne, die ohne Loch in der Mitte. Oh mein Gott, das sind mit Abstand die besten Donuts. Ja, die sind toll. Oder? Oh mein Gott. Ah, Jake. Ja, jedenfalls bin ich mir echt unsicher wegen dem Sumo-Training, ob ich da hingehen will oder nicht. Ich weiß nicht, ob das so meine Sportart ist, aber wenn er... Keine Ahnung, wenn der Coach sagt, dass ich da Talent habe, dann sollte ich es vielleicht ausprobieren, oder was meinst du? Solltest du, du warst super! Dankeschön, Jake. Und ich persönlich fände es ja toll, andere Sportler zu daten. Warte, das ist ein Date? Oh mein Gott, das ist ein Date? Ja klar, was denn sonst? Oh mein Gott, wie aufregend. Ich bin auf einem Date mit Jake, dem ungefähr beliebtesten Junge in dieser Schule, dem bestaussehendsten und er ist mit mir auf einem Date? Was? Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, nachdem unser Date so super läuft, hast du vielleicht Bock, meine Freundin zu sein? Warte, hast du mich gerade gefragt, ob ich deine Freundin sein will? Oh mein Gott, ja, natürlich, natürlich, natürlich will ich das. Ich meine, ja, wäre cool. Können wir machen, schätze ich mal. Super. So, mal gucken, was der Sportlehrer jetzt von mir eigentlich will. Also, wenn ich jetzt zum Training kommen soll. Mal gucken. Hallo, ich wäre da. Hi, Mr. Sportlehrer. Ah, hallo, Ronja. So, ich wollte mal ein bisschen mit dir reden. Oh, okay. Du warst ja letztens im Unterricht richtig gut. ja, schätze mal, ich war ganz okay. Und nächste Woche gibt es einen Sumo-Wettbewerb für Anfänger. Und ich soll da mitmachen? Ich denke, du hättest Potenzial zu gewinnen. Warte, zu gewinnen? Den ganzen Wettkampf? Aber da sind doch bestimmt ein Haufen Leute. Das war mein erstes Mal Sumo-Ring letztes Mal im Sportunterricht. Ich habe das davor noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht genau, worauf man achten soll oder was wichtig ist. Ich helfe dir natürlich beim Trainieren. Aber du bist viel zu dünn und schwach. Okay. Also kann ich doch nicht teilnehmen? Ich dachte, ich kann gewinnen. Wir müssen also schauen, dass du zunimmst. Okay, aber wenn ich zunehme, werde ich dann nicht einfach nur dick und schwach? Also ich werde ja nicht kräftiger dadurch, nur weil ich esse. Nein, nein, du bist auch kräftiger. Okay, wenn das so ist, schätze ich mal, dann werde ich wohl auch kräftiger. Okay, ich kann gucken, dass ich vielleicht 1-2 Donuts mehr esse in meiner Freizeit. 1-2? 5-10, Ronja! Oh, aber dann werde ich richtig fett! Ist das wirklich der Plan? Wie lange muss ich das machen? Wann ist der Wettkampf nochmal? Es geht um eine Menge Preisgeld. Preisgeld. Dann sag es gleich. Nächsten Freitag. Okay, Coach. Ich gebe mein Bestes. Ich werde so viel essen, wie ich menschlich kann. Ich hau mir einen Donut nach dem nächsten rein und dann gewinne ich uns das Preisgeld. Bis nächstes Mal im Unterricht. Tschüss. Okay, Taylor, wie gesagt, ich muss jetzt einen Haufen Süßkram kaufen. Kommst du mit? Okay, Supermarkt, Supermarkt, Supermarkt. Dann hole ich mir einen Wagen. Okay, ich brauche auf jeden Fall Doritos. Wahrscheinlich auch mehr als nur eine Packung. Eis. Obwohl, wir gehen nachher noch Eis essen, richtig? Pizza auf jeden Fall. Pizza ist gut. Pizza macht auch nicht unbedingt super dünn. Dann Sandwich. Komm, machen wir mit rein. Und, oh, Schokolade. Auf jeden Fall Schokolade. So, okay, das war's. Ronja, das ist alles so ungesund. Was ist denn mit deiner Diät passiert? Die existiert nicht mehr. Ich bin jetzt ja neu ernannter Sumo-Kämpfer und deswegen meinte der Coach, ich soll so viel essen, wie ich ansatzweise kann. Wir können gleich danach noch zum Donutladen gehen, wir können noch Eis essen gehen. Was? Doch, ich soll zunehmen für den Wettbewerb nächsten Freitag. Da gibt's wohl eine Menge Preisgeld, Taylor. Eine Haufen Preisgeld. Ich, weißt du, klar, meine Figur ist mir wichtig, aber weißt du, was mir noch wichtiger ist? Preisgeld. Okay. Aber ist es dir das wirklich wert? Ja. Absolut. Außerdem, oh, ich habe dir das gar nicht erzählt, ich bin jetzt mit Jake zusammen. Was? Jake? Ich weiß. Ich war auch schockiert, aber wir waren neulich nach dem Sumo-Kämpfen zusammen aus und er meinte, er findet es voll gut, dass ich so gut im Sumo-Kämpfen bin und er war voll beeindruckt und deswegen wollte er essen gehen mit mir und deswegen will ich unbedingt an dem Wettbewerb teilnehmen, damit er mich weiter mag. Das ist verrückt. Nein, das ist nicht verrückt. Okay, das ist ein sauguter Plan und ich bleib dabei. Na gut. Uff, so langsam wird mein Bauch echt voll, aber der Coach hat gesagt, ich soll so viel essen, wie es geht, deswegen, komm, der Donut geht noch.
Ronja, das ist dein 10. Donut. Das war mein 10. Donut, Taylor. Den habe ich jetzt gegessen. Und ich denke, damit bin ich ziemlich gut dabei, was meine Ziele angeht. Ich glaube, ich kann mir das langsam nicht mehr mit ansehen. Ach komm schon, das, so schlimm ist es nicht. Und außerdem gewinne ich dann den Wettbewerb. Das kann doch so nicht weitergehen. Aber mach dir keine Sorgen. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Sumo-Wrestling-Finale. Im Finale für Sie. Auf der linken Seite Ronja gegen Betty auf der rechten. Einen großen Applaus für alle und dann los geht's. 3, 2 und 1. Los! Oh mein Gott, okay, das ist echt kein... Oh mein Gott, das ist voll anstrengend. Oh mein Gott, Betty ist so stark. Ich bin so froh, dass ich so viel gegessen habe. Okay, nochmal drücken und... Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe gegen Betty gewonnen. Oh mein Gott, dabei ist sie so viel stärker und größer als ich. Gut gekämpft, Betty. Du auch. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich meinen Wettbewerb gewonnen habe. Das muss ich unbedingt Jake erzählen. Oh mein Gott, Jake, hast du es gesehen? Ich habe gewonnen. Ich habe gegen Betty gewonnen. Obwohl die schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren Sumo macht. Hey Ronja, wir müssen reden. Okay, worüber? Wollen wir gleich was essen gehen zusammen? Oder hast du Lust, keine Ahnung, wir können die Eisdiele? Das ist das Problem. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Hast du, was stört dich? Du hast extrem zugenommen. Ja, für die Sumo-Competition. Habe ich doch erzählt, ich habe das ganze Preisgeld gewonnen, Jake. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der so dick ist. Warte, du machst Schluss? Wirklich? Ja. Oh mein Gott, nur weil ich 1-2 Kilo zugenommen habe? Sorry. Ja, selber sorry, ganz ehrlich. Immerhin hast du keine Competition gewonnen. Wär mir neu. Oh mein Gott, Jake ist so gemein. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!